Hallo meine Lieben, ich habe heute ein weiteres Unboxing-Video, was neue Boxen angeht, die ich verkaufen möchte. Ich zeige euch erst die Boxen, dann deren Inhalt und nenne euch dann einen Preis. Ich habe mir überlegt, ich nenne euch gleich den kompletten Preis mit Versand. Dann seid ihr nicht verwirrt und dann müsst ihr nicht dran denken, noch was drauf zu bezahlen, sondern dann einfach den Preis und fertig. Beginnen wir einfach mal mit, ja doch, würde ich schon sagen, dieser Pinkbox hier. Die ist, obwohl sie relativ klein ist im Vergleich zu den Glossy-Boxen, die ich bisher befüllt habe, ja, ziemlich gut befüllt, will ich mal sagen. Fangen wir doch mal an. Ich habe hier reingepackt einmal eine Creme. Eine Gesichtscreme, glaube ich, ist das. Die ist noch original eingeschweißt. Dann haben wir hier von Kinda Beauty einen Bronzer. Der, ich mache ihn gerade mal auf, so aussieht. Finde ich eine sehr schöne Farbe. Der hat auch einen ganz guten Wert, würde ich mal ganz unfreiwillig so behaupten. Dann haben wir hier einen Essence-Nagellack. Des Weiteren haben wir hier einen Lippenstift. Und da steht irgendwas von Spektrum drauf. Das heißt nicht, dass er von Spektrum ist, aber es kann natürlich sein. So sieht die Farbe davon aus. Ich hoffe, die Kamera hat es eingefangen. Dann haben wir hier noch einen Nagellack, diesmal von Catrice. Ist auch eine schöne Farbe. Dann haben wir hier zwei Wimpernprodukte, eigentlich sogar drei. Eine Mascara von Manhattan. Dann einen Wimpernkamm. Und ein paar Wimpern. Das volle Programm also. Einen Primer von e.l.f. Cosmetics. Des Weiteren haben wir hier zwei kleine Stifte. Ich glaube, das hier ist ein Kajal und das hier ist ein Lip Liner. Genau sagen kann ich es euch aber nicht. Auf jeden Fall zwei Stifte. So viel ist schon mal klar. Von EOS haben wir hier einen Zitronenlipbalm. Ich mache ihn mal vorsichtig auf. So sieht der aus. Hat auch einen intensiven Duft. Ist vielleicht gerade jetzt im Sommer das Richtige. Dann haben wir von Fesch, heißt die Marke, einen 150 Gramm Baderiegel, so in drei Teilen, wie so eine Art Badeschokolade. Da stehen überall ganz nette Sprüche drauf. Ist vielleicht eine ganz nette Sache. Des Weiteren haben wir hier enthalten einen Concealer von Hypoallergenic Belle. Ich weiß nicht, ob man hier unten die Farbe sehen kann, aber ich denke, die ist tragbar auf jeden Fall. Das ist klar. Dann haben wir hier. Hoppala. Da fällt er schon runter. Wunderbar. Dann haben wir hier einen Lidschattenquattro von Revolution. Auch sehr schöne Farben, finde ich. Also, ich mache es mal auf. Ist wirklich sehr, sehr hübsch. Mir gefallen vor allem die beiden hellen Farben. Die hier und die hier. Ich will jetzt nicht reintatschen, aber die obere. Sehr hübsch auf jeden Fall. So. Dann haben wir hier einmal eine Fußmaske von Biotin. Drei Crememasken von Schäbens. Die hier und die hier. Und dann haben wir noch drei kleine Goodies mit am Start. Ach nee, Entschuldigung, ein Produkt habe ich vergessen. Ein Augenbrauengel von Kryolan. Auch noch mit von der Partie. Und wir haben als Goodies enthalten einen Badetab von Balea, so ein Wellness-Badetab. Ich glaube mit Passionsfrucht diesmal. Dann dieses süße kleine separat eingepackte Badeherzchen. Ist auch ganz nett für ein Fußbad. Und von Arbonne haben wir hier so einen Mini-Lippenstift. Original noch eingepackt als Probe zum Austesten. Das alles ist alleine in einer Box, in dieser Pinkbox. So, meine Lieben, für diese Box
voll mit tollen Beauty-Produkten zahlt ihr mit Versand nur 25 Euro. Ich finde, das lohnt sich. Wenn ihr Interesse habt, meldet euch. So, nächste Box. Hier haben wir drin einmal einen Selbstbräuner von Hawaiian Tropic mit so einem Pumper. Selbstverständlich unbenutzt. Dann haben wir hier eine reinigende Heilkreidemaske von Schäbens mit dabei. Einmal. Jetzt geht das nicht raus. Glaubt ihr das? Also, wenn ich das Produkt jetzt irgendwann mal aus dieser Schachtel hier rauskriege, ein Augenbrauenprodukt von Lotte London haben wir hier. So ein, ja, Stift würde ich sagen. Gel ist es auf jeden Fall nicht. Dann haben wir hier einen Nagellack von Trended Up. Auch einen Badetab von Balea. Dann haben wir hier als Kracherprodukt einen Fix and Rouge Primer. Einmal einen Lippenstift von Essence. Oder eher Lipgloss. Stift ist es ja nicht. Noch einen Nagellack von Catrice diesmal. Des Weiteren eine Lidschattenbase, auch von Essence. Eine flüssige. Dann haben wir hier eine kleine Tagescreme von Balea. Dann eine Highlighting- und Bronzing-Palette von Bella Pierre. Das ist auch ein recht gut teures Produkt, würde ich mal sagen. Des Weiteren haben wir hier von Revolution einen Highlighter als Puder. Sieht ganz schön aus, finde ich. Und eine Lidschattenpalette von Essence. Auch die gefällt mir sehr vom Optischen. Ist ein Spiegel mit dabei. So sieht die Farbauswahl aus. Ja, das ist jetzt in dieser zweiten Box drin. Da ihr ja gesehen habt, dass hier sehr viele Produkte und auch zwei, drei sehr hochwertige dabei sind, denke ich, sind 35 Euro nicht zu viel, denn alleine so viel Wert hat die Bella Pierre Palette. Und dann würde ich sagen, nehmen wir uns gleich die nächste Box vor. Da habe ich mir die Abstraction Limited Edition Box genommen. Ihr zahlt da aber keinen Mehrwert, nur weil das eine besonders limitierte Box vom Aussehen her ist. Da habt ihr auch hier so einen Schleifenkramsens und ein Seidenpapier. Genau. Und die Box ist so voll, also ich hoffe, ich kriege das gleich wieder so rein. Mal schauen. Einmal haben wir von Physicians Formula Shimmer Stripes oder Golden Stripes hier eine Highlighter-Palette. Die hat auch einen Wert von 10 Euro, würde ich sagen. Und was ich hier sehr besonders finde, einmal, dass das so in Stoff ist, hier mit dem Schleifchen, das sieht schon ganz hübsch aus. Dann, Gott, es tut mir leid, Leute. Irgendwie will das heute hier nicht. So, wird später natürlich nochmal abgewaschen. Haben wir hier einen Lidschattenapplikator mit dabei. Der ist hier nebendran. Und was ich außergewöhnlich finde, normalerweise habt ihr immer so kleine Abtrennungen. Und hier bei der Palette geht alles ineinander über. Also ihr habt ein großes Feld und die Sachen sind nebeneinander reingepresst. Ich finde aber, es sind sehr schöne Farben auf jeden Fall. Kann man sehr gut tragen. Und ja, diese Palette ist auf jeden Fall hier mit dabei und ist, denke ich, schon mal eine nette Sache. So. Und wenn ich jetzt diese Verpackung hier noch zukriegen würde, das wäre natürlich der absolute Knaller. Weiter geht es mit diesem Selbstbräunungsspray. Das ist aber, glaube ich, kein sozusagen Spray für den Körper, sondern fürs Gesicht. Hat aber auch einen Wert von bestimmt 10 Euro. Dann haben wir hier als nächstes Highlight eine Butanic Mascara.
Die ist in so einer Tube drin und hat auch einen Wert von 16 Euro. Das ist schon großartig, würde ich sagen. Also wir sind jetzt, weiß ich nicht, schon damit drei Produkte rausgeholt, ne? Und wir sind jetzt bei einem Wert von 30 bis 40 Euro. Das ist schon ganz gut. Dann haben wir hier einen Lippenstift, einen festen. Ich weiß nicht, ob man hier unten die Farbe erkennen kann. Ich mache ihn mal auf und drehe ihn ein bisschen raus. So sieht die Farbe aus, ist so ein Rot, ne? Ja. Genau. Dann haben wir hier ein sehr großes Produkt, nämlich ein Shampoo von Isana. Das riecht auch ganz toll. Ihr könnt auch hier unten sehen, das ist unbenutzt, aber es ist offen. Also es ist nicht mit irgendwas zugemacht. Es hat einen sehr fruchtigen Duft. Das ist mit Efeu-Extrakt, wenn ich mich nicht irre. Und das habe ich neulich erst aufgebraucht. Ich finde das ein super tolles Produkt und hoffe, der Person, die das hier kauft, der gefällt es dann auch. Dann haben wir hier einen Eyeliner, wenn ich nicht irre. Ja, sieht so aus, ne? Ja. Dann haben wir hier was von Shiseido mit dabei. Ist natürlich auch ein richtig krasser Wert dann. Obwohl es nur eine Reisegröße ist, von so einer kleinen Gesichtsemulsion. 10 Milliliter sind enthalten. Das kann man hier oben so aufdrehen und hier das dann mit einem Pinsel oder so entnehmen. Riecht auch ganz gut. Das Originalprodukt mit 30 Millilitern kostet 95 Euro. Das wäre natürlich der Kracher, wenn ich euch das hier mit reinpacken könnte. Aber selbst dieses hier mit 10 Millilitern kostet 30 bis 35 Euro. Also alleine damit habt ihr einen richtig guten Wert dabei, würde ich sagen. Dann haben wir hier von Elegant Touch mit einem Kleber dabei künstliche Fingernägel. Die haben auch einen Wert von 8 Euro, falls sich jemand dafür interessiert. Dann haben wir hier einen Foundation Mousse, eine Foundation Mousse von Catrice. Nur, dass ihr es seht, zu. Ne? Dann haben wir hier ein, ich bin mir gerade nicht sicher, ich hoffe, ich verwechsel es nicht, ein Mood Manager mit so einem Sprühding, also so ein Spray quasi. Ja, das ist so ein Entspannungsspray. Einen Nagellack von Trended Up, den habe ich auch mit reingepackt. Jetzt sind noch vier Sachen drin, glaube ich. Ein paar Augenpads, Q10 von Balea. Dann einen Single Eyeshadow, der ist von Douglas in dieser Farbe. Dann als Goodie habe ich euch diesen Pinsel hier mit reingelegt. Ich denke, das ist ein Foundation-Pinsel. Ihr könnt ihn auch als Maskenpinsel umfunktionieren oder natürlich was auch immer damit auftragen, was ihr wollt. Und dann haben wir hier noch ein kleines British Rose Duschgel von The Body Shop. Alleine das hat auch schon mal einen Wert von 4 Euro, obwohl es nur 60 Milliliter sind. Und damit ist diese Box leer. So, meine Lieben, diese krasse Box hier hat einen Wert von bestimmt 100 Euro und deshalb finde ich 45 Euro nicht zu teuer. Ich hoffe, ihr auch nicht. Wenn doch, haben wir beide ein Problem, weil ich kann euch die Sachen natürlich auch nicht für 3 Euro hinterherwerfen. Das könnt ihr sicherlich gut nachvollziehen. Die vorletzte Box. Heute, wie gesagt, 5 Boxen. Diesmal eine ganz normale Glossy Box. Auch die voll bepackt hier. Kleiner Blick. So, als erstes haben wir hier von Isana ein paar Make-up-Entferner-Tücher. Richtig süß finde ich die. Kann man immer gebrauchen. Dann haben wir hier eine ganze Reihe einzelner Lidschatten. Also wer keine Single Eyeshadows, sondern eher Paletten mag, für den ist diese Box wahrscheinlich nicht das Richtige. Und zwar haben wir hier sage und schreibe 4 Stück. Ich zeige sie euch nacheinander. Einmal haben wir hier diesen kleinen Schatz von Sephora.
Ich glaube, das ist sogar ein Mono-Eyeshadow. Die anderen glaube ich aber nicht. Dann haben wir hier einen von Manhattan. Dann, ich hoffe, ich verwechsle sie nicht. Der eine ist von Lidl, der andere von Trended Up. Der hier. Und der hier. Sind sehr schöne und auch sehr unterschiedliche Farben dabei. Dann haben wir hier noch einen Stift. Da bin ich mir jetzt gerade nicht sicher, ob Lip Liner oder Eyeliner oder Kajal. Kann man auf jeden Fall wieder anspitzen, so sieht der aus. Dann haben wir hier eine feste Dusche. Mango Ingwer von Sebamed. Fasse das Produkt nicht an. Ich will es euch noch mal zeigen, dass ihr wisst, so sieht's aus. Dann haben wir hier einen Lippenstift von Kat Von D. Der sieht echt sehr hübsch aus, finde ich. So sieht das Teil aus. Ich weiß nicht, ob hier unten die Farbe drauf ist. Ich schätze mal nicht, aber vielleicht kann man sie ja hier erkennen. Der ist hier in diesem Karton mit dabei. Genau. Dann haben wir hier von Kneipp einen Lip Balm mit leichter Färbung mit am Start. Dann haben wir außerdem noch zwei Nagellacke dabei, einen von Catrice und einen von Douglas. Dann haben wir hier mit dabei eine Mascara von Hypoallergenic Belle. Dann haben wir hier einen Concealer in so einem Cremetypchen. Ich glaube, der hat auch so einen, ja, so einen spitzen Applikator. Den könnt ihr super zum Auftragen verwenden. Welche Farbe der hat, weiß ich gerade allerdings nicht. Dann haben wir hier einen Highlighter-Stick sozusagen. Der hat hier oben noch so einen Schutz drauf. Man kann aber die Farbe erkennen. Der ist von My Little Beauty. Und ich denke, der ist super praktisch zum unterwegs mitnehmen. Jetzt sind wir auch fast fertig. Nur noch vier Produkte. Einmal haben wir hier so ein kleines Styling-Gel für die Haare. Dann haben wir hier. Jetzt muss ich gerade selbst nachdenken. Ja. Und zwar einen Gesichtscleanser, Reiniger, wie auch immer. Dann haben wir von Lotte London ein goldenes Glitzerpigment, aber ich glaube, es ist auch ein Lidschatten. Und dann hier auch nochmal als teures Produkt ein Lidschattenstift von Gokos. Alleine der hat einen Wert von 17 Euro. Und damit sind wir fertig mit der Box. Für diese Box würde ich sagen 25 Euro wieder inklusive Versand, also sprich 20 Euro eigentlich und 5 Euro Versand kann man so circa rechnen. Jetzt kommen wir zur letzten Box. Die kann man auch kaum zubekommen. Die ist auch randvoll. Ist auch eine Glossy Box. Fangen wir doch mal mit den größten und auch schwersten Produkten an. Nämlich einmal hier von BRoutine eine Tagescreme fürs Gesicht. Die ist in so einer Dose drinnen. Das ist so ein Tiegel. Ich mache den mal vorsichtig auf. Habe aber nicht benutzt. Hoppala. Ja. Also hier habt ihr so einen Schutzdeckel, den lasse ich drauf. Und da drunter ist dann die Creme. Das sind, glaube ich, 50 Milliliter. Ist auch ein sehr hochwertiger Glastiegel, deshalb so schwer. Aber der ist in dieser Dose drin. Ich finde, das sieht ganz nett und auch irgendwie ulkig aus. Entschuldigung. Dann haben wir hier einen Duft drin, ein Parfüm von Kappa.
Der ist jetzt nicht so teuer, hat aber trotzdem einen Wert von 12 Euro und sieht so aus. Ich finde auch hier das ganz schön eingeprägt. Ja, der ist mit dabei. Dann haben wir hier ein Kracherprodukt, nämlich eine Mascara von Manakada Beauty. Alleine mit der liegen wir über 20 Euro. Dann haben wir hier eine kleine Olivenöl-Kernseife. Dann haben wir hier von Avon einen Eyeshadow, einen Single Eyeshadow. Der ist in so einem Kästchen eingepackt und ziemlich groß. So sieht das Tiegelchen aus und so sieht die Farbe aus. Da müsst ihr also mit dem Pinsel reingehen. Ich finde die Farbe sehr hübsch. Dann haben wir hier eine Deo-Creme von Pure Soul, weil du es wert bist. So sieht die aus. French Kiss. Dann haben wir hier drin, ich muss nochmal gerade nachgucken, ja. Der sieht echt total schön aus, guckt mal. Und ein Blush von Lavera. Dann haben wir hier ein All About Matte Fixing Powder von Essence. Ohne so einen Sponge, aber es dürfte euch den meisten zumindest bekannt sein. Dann haben wir hier drin auch wieder Nagellacke, einen von Essence und einen von Opi. Alleine der hat auch einen Wert von 16 Euro, möchte ich mal dazu betonen. Dann haben wir hier einen Lippenstift drinnen, der ist von Tease. Auch der hat einen Wert von 16 Euro. Ich finde die Farbe ganz schön. Dann haben wir hier einen Concealer von Alverde, Camouflage Concealer in der Farbe 01 Light Beige. Riecht auch ganz gut. Passend dazu habe ich auch einen Concealer-Pinsel mit reingepackt, nämlich von MAC. Die 194, der hat auch einen Wert von 17 Euro, das ist echt nicht schlecht hier. Dann haben wir hier noch einen Kajal von Essence, geht eigentlich immer. Einen Eyeliner von Josephine in so einer Verpackung. So könnt ihr ihn ein bisschen sehen. Des Weiteren haben wir hier eine Lidschattenbase von Essence in so einer Puderform. Dann haben wir hier ein Armband drin, das hat solche Schnallen. Dann haben wir hier noch ein paar richtig hübsche Nagelfolien dabei. Und dann noch eine Annika Sportdusche von Veleda. Und damit ist auch die letzte Box komplett ausgepackt. Oder auch nicht. Ein Produkt habe ich tatsächlich vergessen. Das ist dieses Produkt hier. Ich schüttel es mal ein bisschen. Das hat sich jetzt wieder abgesetzt. Leider kann man auf dem Ding gar nichts lesen. Ich schätze mal, es ist ein Highlighter, weil es so eine silbrige Farbe hat. Das ist so ungefähr flüssig wie Wasser. Aber schaut mal, wie doll das schäumt, wenn ich das jetzt hier so ein bisschen geschüttelt habe. Hat so eine Pipette, ne? Seht ihr? Das ist halt silbrig, das Glas ist durchsichtig und die Schrift ist weiß. Also ich schätze mal, es ist ein Highlighter. Aber ich kann es euch nicht garantieren. So, ja, diese Box hier hat einen richtig hohen Wert, auch von 100 bis 120 Euro. Deshalb hoffe ich, dass es nicht zu teuer ist, wenn ich sage 50 Euro plus 5 Euro Versand, also sprich 55 Euro für diese Box.
Wenn ihr an dieser oder einer der vorhin gezeigten vier Boxen Interesse habt, meldet euch per Direct Message. Wenn es am Preis liegt, dass ihr sagt, nö, meldet euch trotzdem und sagt mir, was eure Wunschvorstellungen sind. Ich verspreche nicht, dass ich den Preis um unglaubliche Mengen und Höhen senken werde. Aber wenn es jetzt um 5 Euro geht, da kann man drüber reden. Ja, also ein bisschen Spielraum haben wir da, aber ich denke, dass diese Preise, die ich hier nenne, nicht ungerechtfertigt oder total überteuert sind, weil ich zumindest von vielen Produkten, gerade von den teureren Produkten, die Preise kenne, was sie original wert sind. Und deshalb denke ich schon, dass ich hier einen guten Wert zusammengepackt habe. Und ja, so ist das. Außerdem habe ich mir gerade noch etwas überlegt, um euch in Anführungszeichen zu ködern. Und zwar kriegt ihr, wenn ihr mindestens 2 Boxen sollten es schon sein, vielleicht auch 3, aber ab 2 Boxen, wenn ihr 2 Stück zusammen bestellt, bekommt ihr diese Palette hier von Bang Beauty Warm Neutrals im Wert von 30 Euro oder 29,50 gratis dazu. Ich zeige euch gerade mal die Farben. Ich finde die ganz schön. Ja, also wer Bock auf diese Palette hat, 2-3 Boxen kaufen und fertig. Und damit sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Meldet euch bei mir. Feedback gerne in die Kommentare, Daumen nach oben nicht vergessen und falls ihr mehr solcher Videos und natürlich auch andere Sachen sehen möchtet, denn ich mache hier nicht nur Verkaufsschnickschnack und so, ne, dann meldet euch gerne bzw. abonniert meinen Kanal, macht mir auch gerne Vorschläge, was ihr hier sehen wollt, da würde ich mich sehr drüber freuen und ich sage danke, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.